Okay, pass auf. Control, wir machen weiter. Ich lasse nochmal hoch. Schwupp, Control. Wir spielen weiter mit Jesse Faden. Wir haben, oder Base hat zuletzt, lass mich überlegen, genau, Base hat im Fahrstuhl rausgefunden, dass wir einfach unten in die Isolationshaft fahren können. Nachdem ich bestimmt eine halbe Stunde lang die Karte abgesucht habe, habe ich den Fahrstuhl gefunden, in dem man einfach dahin fahren kann. Ja, Mann, Red Dead Redemption 2 Hass kommt hoch. Ja, und was? Also, ich erwarte, wenn ich Red Dead Redemption 2 irgendwann weiterspiele, dass du den ganzen Stream da sitzt und gebannt zuschaust. Ja? Also das und nichts anderes. So, wir sind hier. Wir sind irgendwo. Moment, ich muss gerade überlegen, wo wir sind. Ach, halt, genau. Wir sind schon auf der Isolationsverwahrungsebene. Ich zeige euch das. Passt auf. Isolierte Verwahrung. Da sind wir gerade rausgekommen. Unten, da sieht man das. Zentrale Verwahrung. Das war der Fahrstuhl, wo ich runtergefahren bin. Und jetzt sind wir in der Logistik. Und ab hier ist jetzt alles Neuland. Also, ich weiß überhaupt nicht, was hier ist. Und wir suchen Bob Dylan. Nee, Dylan, unseren Bruder. Das will ich kaputt machen. Wow. Pow. Pow. Oh mein Gott. Oh, es wird niemals alt. Okay. Hallo? Hallo? Oh Gott. Ich habe nicht erwartet, dass jemand auf Hallo Da antwortet. drüben braucht jemand Hilfe. Klingt, als wäre jemand verletzt. Wo denn? Oh. Wer stellt denn diese Stühle so auf, damit ich die alle umrennen kann? Das machen die doch extra. Okay, lass mal gucken. Über den Drucker. Okay, was habe ich hier? Kinderwagenprozedere. Oh mein Gott, Isolationsprozedere. Isolationszelle muss gut belüftet werden. Der durch den Gegenstand erzeugte Rauch verursacht bei Inhalation. Geschwärzt, natürlich. Beschreibung gewandelte Eigenschaft. Gegenstand ist ein Kinderwagen mit schwarzem Sonnenschutz und Stahldrahträdern. Linkes Vorderrad ist etwas eingedellt, sodass es beim Schieben eiert. Gegenstand produziert unablässig Rauch. Dichte des Rauchs variiert. Rauch wird ohne ersichtliches Feuer oder Brandherd erzeugt. Herkunft? Ein Zwischenfall in Paris im Jahr 1979 lenkte die Aufmerksamkeit der Behörde auf den Kinderwagen. Rauch füllte den Antiquitätenladen, wo der Kinderwagen zum Verkauf stand und kostete dem Besitzer das Leben. Neue Informationen. Detaillierte Unterlagen über das Ereignis, welches zur Entdeckung des Gegenstandes führten, wurden bei einem Zwischenfall in Panoptikum zerstört. Panoptikum? Da müssen wir hin. Interviews mit lebenden Zeugen wurden auf Veranlassung der Archivleitung erneut durchgeführt. Creepy. Da ich ja irgendwie verschollen war und mit Wilson Volleyball gemeinsam in einer Insel überlebt hatte und Anja gesagt hat, du musst zu Base zurückkehren und hinterlasse ihm eine Menge Nachrichten, hast du auch da bist und Sicherheit wird die Base dich als Kellerkind wiedererkennen. Habe ich gemacht. Habe ich getan. Was? Katze, bist du's? Wo? Wo? Okay. Obacht. Okay. Wo ist denn jetzt dieser Horowitz, der da gerade geredet hat? Der Dude. Central Containment? Zentrale Verwahrung. Okay. Nee. Hat irgendjemand? Irgendjemand gesehen? Genau, der James. Es ist der James. Okay. Oh, shit! Ich bin da. Was ist passiert? Ein Scharmützel, Horowitz. Mein Name. Oh Gott, er hat Konnte Schmerzen. durchkommen? Mach nicht so ein Gesicht, es geht schon. Aber Wells ist da noch drin. Ihr müsst ihn rausholen. Wer ist Wells? Mein Kamerad. Wir sind einem gewandelten Objekt nachgejagt. Bis runter in die Uhren. Die Uhren. Ein Grenzbereich. Die Behörde hat ihn vor Jahren abgeriegelt wegen der Uhren. Wir folgten dem gewandelten Objekt hinein, aber ja, wir waren nicht vorbereitet. Nur Wells und ich schafften es zur Kordel im Hotel. Er war direkt hinter mir, aber er kam hier nie an. Ich suche ihn. Okay. Aber zuerst brauchen Sie einen Sanitäter. Wells ist der Sanitäter. Bitte holen Sie ihn Ärgerlich. raus. Ich bin okay, wirklich. Rube kann mich später zusammenflicken. Gut. Aber ich komme zurück. Das will ich hoffen. Benutzen Sie die Kordel da.
Dadurch gelangen sie in die Uhren. Ich meine, in den Grenzbereich. Kordel? Ach, da. Okay. Eine Frage der Zeit. Okay, aber ich will jetzt erstmal hier reingucken. Hallo? Das ist natürlich blöd. Sie brauchen einen Sanitäter. Der Sanitäter ist der Typ, der vermisst wird. Scheibenkleister. Okay. Aber wir machen das mit der Kordel jetzt noch nicht. Wir gucken unten erstmal. Ich muss mich ja erstmal hier. Erstmal müssen wir ja ein bisschen erforschen, ne? So viel Zeit muss sein, auch wenn es gegen die Zeit geht. Hallo, noch eine Kiste. Nein, James Wesker, und schon damals hatte ich meinen Nachnamen Wesker, werde es immer noch haben. So stimmt's. Klingt wie Wolowitz von der Howard von Big Bang, ja. Okay. Ich muss gerade gucken, von wo sind wir gekommen? Wir sind aus dieser Tür gekommen, kann das sein? Oder auch nicht? Doch. Durch die Tür sind wir gekommen. Okay, alles gut. Oh mein Gott, man kann sich hier wieder so verlaufen. Okay. Oh, Toiletten? Toiletten durchsuche ich immer. Aber da ist nichts. So sieht das aus, wenn Base auf der Toilette war. Ein Mann in dem Feministenspiel. He dead? Na, das sagt doch nicht sowas. Oh shit! Ha, das hat er nicht kommen sehen. Boah, hat er mich gerade getreten? Oh shit. Okay. Ach genau, für alle, die gestern nicht mehr dabei waren, wollt ihr meine super geilen neuen Fähigkeiten sehen? Ich habe neue Fähigkeiten, hier haltet euch fest. Ha, Shield. Und jetzt festhalten. Aufgepasst! Aufgepasst! Er gehört mir! Zack! Minion! Kognitiver Eindringling. Nice. Oh, das war's schon. Er hat keinen mehr, den er schießen kann. Was er dann macht? Ah, warte. Nochmal. Vielleicht so. Alexa? Geht tot? Schnipp? Oh, okay. Jetzt geht's. Jetzt ist er tot. Okay. Die fallen dann nach einer Zeit einfach um. Das sind meine neuen Fähigkeiten. Also ich habe jetzt gestern noch zwei Artefakte gefunden. Und das eine ist halt so ein Schild. Und das andere ist halt dieses Übernehmen. Okay. Okay, und jetzt sind wir wieder... Warte, das ist doch der gleiche Büroraum, wo wir gerade diesen Horrorwitz gefunden haben, ne? Wenigstens hast du meine Alexa aktiviert. Jetzt ohne Scheiß! Mehr wollte ich gar nicht. Soll ich was für dich bestellen, Int? Einfach kein Problem. Sagst du mir, was ich sagen soll, und dann bestelle ich für dich was. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl. Es ist halt nur alles wieder. Es wird auf beiden Seiten gebaut, ne? Es ist halt einfach komplett. Wow, okay, warte. Komm. Wie viel Leben brauchst du denn? Oh, verdammt, jetzt ist er tot. Ich wollte ihm noch ein bisschen was abziehen. Wow! So. Ja, aber Friends for dir und du kommst auch drauf und ich möchte dein Einverständnis. Kein Problem, sicher! Immer doch. Oh shit. Oh, habt ihr das gesehen? Schieß. Schieß. Haha. Was macht mein Minion? Oh, der schießt zurück. Habt ihr das gesehen? Bester Mann. Ist er gerade tot gegangen? Oh, er ist tot gegangen. Schade. Na gut, das war's. Was ist das hier? Fallakte? Mannequin. Das Objekt befand sich zuletzt im Besitz von Madame, wahrscheinlich Tussaud, eine Opernsängerin aus Berlin. Nachdem ihre Karriere mit einem öffentlichen Skandal ein Ende fand, zog sie aus unbekannten Gründen nach Maine. Mit ihr kamen auch die Habseligkeiten ihres alten Lebens, darunter dieses Objekt. Lokalen Berichten zufolge verließ sie in wenigen Jahren die sie in
Geschwärzt verbrachte nur selten ihr Haus. Nach ihrem Tod, herbeigeführt durch Geschwärzt, versteigerte der Bundesstaat ihr Hab und Gut öffentlich, da es keine bekannten Verwandten gab. Es existieren mehrere widersprüchliche Angaben aus erster Hand, doch die Augenzeugenberichten überschneiden sich in einigen Elementen. Die meisten Zeugen haben eine Vielzahl an Mannequins gesehen, die durch die Fenster des Hauses nach draußen purzelten. Einige wollen helles Licht gesehen haben, andere ein schrilles Singen gehört haben. Diese Berichte konnten nicht bestätigt werden. Viele Zivilisten, die sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls im Haus aufgehalten hatten, wurden aufgrund verschiedener Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei wurden erdrückt. Oh Gott, von Mannequins erdrückt. Nachdem die Behörde im Zuge der täglichen Sichtungsbemühungen auf einen Artikel zu diesem Ereignis aufmerksam geworden war, wurden Agenten ausgesandt. Das Objekt konnte rasch identifiziert und in die Behörde gebracht werden. Alright, okay. Zum Glück gebe ich KIs keine Kreditkarten. Ah, verdammt. Indien zu machen, erinnert mich sehr an Mord aus Schatten. Ja, stimmt! Mord aus Schatten, da ging das auch. Oh Mann, das Game habe ich auch gespielt. Nicht mehr. Hier ist nix. Aha! Erstmal looten und leveln. Ja, wir sind auf jeden Fall auf der spiegelverkehrten Seite und hier ist kein verletzter Typ vor der Tür. Wir nehmen jetzt erstmal hier Sachen mit, ne? Und wenn wir es nur scrappen. Das Schönste wäre, wenn alles kaputt bleiben würde, was wir kaputt gemacht haben, weil dann könnte ich mir 1A merken, wo wir schon gewesen sind, oder? Warte kurz. Das ist nur ein Balkon, ne? Ne, da ist uns nichts. Da unten ist wieder der Dings. Oh, Toilette? Ja. Ja. Da war nur der Kontrollpunkt. Wir müssen weg. Schon wieder Gegner? Jetzt ohne Flachs, ey. Okay, und da sind wir hergekommen. Alles klar. Ah, zu spät. Uff. Okay. Was mit ihm da? Bom. Und Stuhl. Okay. Explodiert das eigentlich? Nice! Was konnte ich da gerade drücken? Achso, das war der Kontrollpunkt, okay. Ich hab's auch gerne, sehr gerne gemacht, meine Orks und Uhus zum Sklaven. Ja. Hab ich auch gemacht. Also das war schon cool. Also Mord aus Schatten, wer es nicht gespielt hat, das war echt ganz cool. Man muss natürlich auch einen Herr der Ringe-Flair haben. Ansonsten macht das, glaube ich, nur halb so viel Spaß. Aber jetzt sind wir wieder auf der Seite, wo der verletzt ist, ne? Ja, genau. Dann sind wir auf der Seite. Okay. Was ist da? Haben wir. Aha, wir haben eine Access-Card dafür. Jawohl. Oh, hallo. Das nehme ich doch gerne mit. Dankeschön. Oh, ist das? Steigende Häufigkeit von AWE. Prozedere und bewährte Praktiken. Zusammenfassung. Seit einiger Zeit steigt die jährliche Anzahl der AWE, in welche die Behörde eingreift, beständig an. Zwischen 2010 und 2015 griffen wir in Geschwärzt AWE ein. Im Vergleich dazu griffen wir zwischen 1995 und 2005 nur in Geschwärztfällen ein. Ist dieser Anstieg auf Geschwärzt, Verbesserungen in unserer Erkennungsmethoden oder vielleicht einfach nur auf Zufall zurückzuführen? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen und deshalb wurde dieser Antrag auf die Gründung einer AWE-Arbeitsgruppe verfasst, die innerhalb der Hierarchie des Untersuchungssektors ins Leben gerufen werden sollte. Wir müssen mehr Zeit auf die Klärung der Frage verwenden, was AWE verursacht, anstatt sie einfach nur unter Kontrolle zu halten. Tja, wenn man keinen Plan hat, ne? Ich sag nur die Extended Edition Base mit dem US-Kino. Ja, wie gesagt, ich gehe, wo ich wieder sage, nach der Augenring, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, James, ich gehe mit Aga ins Kino und wir gucken uns Teil 1 bis 3 an in der Extended, ohne Hobbit. Ja? Das machen wir jetzt demnächst, aber das heißt demnächst, wir haben noch ein bisschen Zeit, das machen wir Anfang Dezember. Quasi so unsere vorweihnachtliche Einstimmung wird das. Dann gehen wir ins Kino und gucken uns die Filme auf Englisch an. Hoppala. So, ne, auf der Seite von Klo war ich schon. Jetzt versuchen wir den Typ, pass auf, wir ziehen einfach den Strick jetzt, ne? Obwohl, ich muss gerade warten, wir kamen aus der Richtung und, ne halt, wir kamen aus der Richtung und wir waren da noch nicht. Pass auf, wir gehen da erstmal weiter, oder?
Bevor wir jetzt diese Mission machen, weil wir wissen, es ist eine Mission, das gucken wir, was hier hinter ist. Weil wir suchen ja eigentlich Bob Dylan. So. Oh, wow, hallo. Die Wall of Honor. Die Wall of Fame. Wall of... In memory of the heroic agents who gave their lives to forces known and unknown for the protection and greater knowledge of all humankind. We honor their sacrifice. Wo ist mein Name? Okay. Kanzi. Ist bestimmt Baker. Also wenn das Kickstarter wäre, dann wäre das Baker. Hier. Augen der Ringe, habe ich gehört. Ja, genau. Die Nacht der langen Augenringe. Das machen wir. So. Wo kann ich? Ach, da kann man durch. Okay. Was ist das hier? Medical Wing. Okay. Krankenflügel. Oh, shit. Ah! Da bin ich getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, warte. Übernehmen. Ja. Komm. Ich will den Dicken. Jawohl. Der hilft uns jetzt stark. Boah, seht ihr das? Der macht die jetzt alle fertig. Warte, ich will den anderen auch. Der ist weg. Ha! Seht ihr das? Da ist er. Mein Wingman. Oh! Da ist er tot. Er ist einfach tot. Wurstwasser. Servus. Einen wunderschönen guten Abend dir. Schön, dass du im Stream reinschaust. Wie geht es dir? Hoppala. Wo muss ich lang? Da ist Shelter. Okay. Die Musik ist noch nicht ganz vorbei. Ich glaube, hier ist irgendwo noch was. Oh, hallo. Loot. Looten und leveln. I like it. Und der Necro ist auch hier. Grüß dich. Wow. Der Dodge, habt ihr das gesehen? Episch, oder? Necro, grüß dich. Na, wie geht's dir? Hier ist alles kaputt. Wer war das? Ich war das nicht. Hust. Da. I got it. Kannst du an... Ob ich an euren Geburtstagen streamen kann und euch gratulieren? Das ist aber schon crazy. Ich weiß ja nicht, wann ihr Geburtstag habt. Oh, warte mal. Hab ich nicht. Nein, Access. Okay. Uns geht's super. Nice. Was macht DBD? Muss ich ja an der Stelle gleich fragen. Weil wenn du schon uns sagt, ihr spielt mit Sicherheit, oder? Ihr spielt es doch. Uff. Okay, warte. Dann machen wir jetzt den Vault da oben auf. Shelter. Keiner da. Okay. Got it. Was ist mit der Tür? Die gibt es schon von der anderen Seite ab. Okay, gut. Oh, hallo. Hallo. Beep, beep, beep. Verdammt. Wir brauchen Freigabe 6 hier. Die geht nicht. Kann ich da durch? Da will ich durch. Aber vielleicht kann ich die Tür hier aufmachen. Wartet. Egal. Haha. Nicht mit mir. Haha. Das Stranger Things DLC ist ganz witzig. Oh yeah. Okay, warte, ich mach sofort aus. Nein, ich werde es mir später angucken. Aber es freut mich. Also, weil ich das Stranger Things generell gefeiert habe. Oh mein Gott, was sind das? Egal was es ist tot. Zombies. Wir haben beide am 31.12. Mein Gott, da muss ich ja in Neujahr reinstreamen. Bist du wahnsinnig? Neujahrsstream? Silvesterstream? Das ist ja crazy. Vielleicht mache ich dann einen Daystream für euch. Schalte ganz kurz an. Okay, wieso hast du... Oh Gott! Das Tattoo. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Geht's dir gut? Kommt da noch drei? Oh Gott! Schock! Friss den Tisch! Warte! Kann ich die übernehmen? Wartet, gib mir eine Sekunde. Wartet, ich hab's gleich. Gleich habe ich wieder Energie. Kann ich die übernehmen? Ja! Kämpfe für mich, Clayman! Jawohl, jetzt geh hin und hau dem anderen schön die Hucke voll. Der da. Geh da hin. Arbeite für mich. Ach.
Dann kriegt nirgendwo mehr gutes Personal. Ist der gerade geplatzt? Hat er den anderen angekotzt? Und warum hat er eine Kaffeetasse liegen lassen? Warte, aufheben. Ah, okay, mit Kaffeetassen mühen wir uns gar nicht mehr ab. Wo ist er denn hin? Bong. Okay. Wie viel kommen denn da? Oh Gott! Die kotzen! So, übernehmen. Hab's! So, jetzt komm, mach was Cooles draus. Ich will was sehen. Ja, ohne Scheiß, der kotzt den an und der kotzt zurück. Das ist ja schon widerlich, was ihr da macht. Wieso kriege ich Damage? Durch was? Oh, der da hinten! Habt ihr den gesehen? Boah, habt ihr den Damage gesehen? Man sieht die Projektile von denen überhaupt nicht. Ich finde das voll fies. Okay. Hm. Okay, wartet. Das sind Duschen. Oh, hallo? Ich habe Waffenmods voll. Oh. Okay. Bedeutet, wir müssen Waffenmods zerstören. Okay, wir machen einfach die Einser kaputt. Oh. Ich sollte mir echt die Mods mal angucken. Aber wir können ja eigentlich selber welche herstellen. Vielleicht machen wir uns einfach mal irgendwann so richtig geile Level 5 Dinger. Und dann soll das wohl passen. So. Dankeschön. Wow, wow, wow. Ey. Plötzlich ist es ein Horror-Game geworden. Habt ihr das gemerkt? Okay. Das sind auf jeden Fall diese ganzen Fungus-Dinger, von der diese Pilzverrückte da unten erzählt hat. Okay. Okay, können wir da durchlaufen oder kriegen wir Damage? Warte, ich gehe mal vorsichtig runter. Nee, das ist noch nicht der Ground Level. Also es gibt nämlich eine Ebene von diesen Pilzsporen, da kriege ich Damage. Da muss ich erst warten, bis die Wissenschaftlerin diese Pille da gemacht hat. Okay, hier ist nichts mehr. Palim, palim, klimper, klimper. Okay, da hinten ist eine Kiste. Okay. Hallo, Loot, dankeschön. Wo bin ich jetzt? Hä? Sind wir hier, ey? Okay. Hallo? Das ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Zwischen ihnen gefunden. Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Stimmt, P6, der hat einen eigenen Namen gekriegt, ne? Der hat ein eigenes Schild. So wichtig ist der Typ. Okay. Okay, wartet. Das ist also P6 hier? Okay, jetzt wird's wieder creepy, Leute. Lichtschalter. One. Two. Und... okay, ich bin ja schon weg, sorry. Habt ihr euch erschreckt? Kommt. Okay. Hat das noch wer gehört? Okay, eine Tür ist auf. Oh. Nice. Okay, wartet. Upside down. Das ist richtig rum. Nee, doch, das ist richtig rum. Okay, was passiert beim dritten Klingeln? Letzte Tür ist offen, okay. Und in der letzten Tür ist was an der Wand.
Haben wir jetzt den anderen Raum umgedreht? Wartet. Ja. Okay, wir haben wieder den Schlüssel. Das heißt, wir können wieder durch die Pyramidentür raus. Okay, seid ihr bereit? Eins. Zwei. Drei. Okay. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe mich gefragt, was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart wie für mich? Hier drin war es vielleicht sogar noch härter. Hallo? Wer sind Sie? Oh, hallo. Langston. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, ah, gut. Okay, hallo, ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons. Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Zischer überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin, also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panoptikon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte. Dafür Objekte haben wir keine Zeit. Und mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden? Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am. Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Benikoff-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit einem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Aha. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen, normalerweise sage ich Neuen, Sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Das ging und schnell. Bitte, Ma'am, nennen Sie mich Fred. Danke, Langston. Right, said Fred. Bändige das Benikoff TV, ein Objekt der Macht. Was sind ausgefallen? Wie kann ich die reparieren? Das Wartungspersonal wird die beschädigten Systeme reparieren, sobald wieder Normalbetrieb herrscht. Oh ja, 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 das macht Sinn. Okay. Wartet, wir gucken uns gerade hier den Bericht an. Thermosflaschenprozedere. Herkunft. Kein eindeutiges Verfahren erforderlich. Geänderter Status wird vermutet, aber nicht bestätigt. Zusatzbemerkung. Eine blaue Kaffeethermoskanne mit einer weißen Plastikkappe und einem Logo, das Oh Dear Diner in Bright Falls, Washington. Die Kappe kann auch als Tasse verwendet werden. Wow, wer hätte das gedacht? Das Objekt entspricht der Formel L16. Es wurde jedoch kein erkennbar veränderter Effekt festgestellt, außer dass Flüssigkeiten für überraschend lange Zeiträume warm gehalten werden. Es ist auch erwähnenswert, dass der Kaffee aus der Thermoskanne immer erfrischend und stark ist und unabhängig von seiner Qualität, bevor er in das Produkt gegossen wird. Hintergrund. Die Thermoskanne wurde am Ufer des Cauldron Lake außerhalb der Stadt Bright Falls entdeckt. Beide sind bekannte Standorte wiederkehrender AWE. Weitere Informationen in der Akte zu Bright Falls. Zeugenaussagen zufolge wurde Alan Wake. Ich wollte es gerade sagen. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag zum Prime Candidate Programm, der kurz vor der Entdeckung der Thermoskanne verschwunden ist, beim Geschwärzt-Sammeln ähnlicher Thermoskannen für einen Geschwärzt-Zweck. Ich wusste es. Hier ist jetzt das Easter Egg, was sie eingebaut haben. Bei Remedy ist natürlich die Schmiede, die hinter dem Game zum Beispiel Alan Wake oder Quantum Break steht. Quantum Break, die Referenzen würde ich jetzt nicht erkennen, aber das hier habe ich erkannt, weil das Bright Falls kam mir bekannt vor und jetzt halt hier steht es auch Alan Wake im Endeffekt seinen Kaffee, seine Kaffeekanne oder Thermoskanne gefunden hat. Ja, sehr geil. Kleiner Wink. Gut, hat er noch was zu erzählen, der Typ? Ist der Fernseher wieder in der Kiste? Kein Stress oder so, aber wir müssen ein Auge drauf halten. Ich dachte, er. Oh doch, er hat noch mehr. Ich wollte mich gerade wissen. Arbeiten Sie gern hier im FBC? Klar, gibt zwar immer eine Menge Drama, aber die Zusatzleistungen sind hier besser als bei der Post.
Ich hab's recherchiert. Wow. Bessere Krankenversicherung. Was nicht heißen soll, dass ich meinen Job nicht mag, Ma'am. Bin seit über 15 Jahren hier. Niemand kennt die Panoptikon-Sammlung besser als ich. Die Dinger sind fast wie meine Kinder. Ist das für hiesige Verhältnisse normal oder gruselig? Gruselig. Ritual. Wie behalten Sie gewandelte Objekte unter Kontrolle? Hängt vom Gegenstand ab. Jedes hat seine Bedürfnisse. Rituelle Vorlieben gibt es viele. Man kann ihnen was vorsingen. Hat er vorsingen gesagt? Das Licht an- und ausschalten. Sowas in der Art. Es ist kein Aberglaube, wenn es funktioniert. Stimmt allerdings. Objekte der Macht und gewandelte Objekte. Was ist der Unterschied zwischen Objekten der Macht und gewandelten Objekten? Sie sind vergleichbar mit Stürmen. Objekte der Macht sind tropische Zyklone oder Orkane für den Laien. Sie sind groß, selten und beängstigend. Natürlich können Direktorendiodem einfach binden und selbst zum Auge des Sturms werden. Gewandelte Objekte sind eher wie seltsame Gewitter. Bei einigen können Frösche oder Mais herunterkommen, aber alle lassen es regnen. Und welche Rolle spielt das Zischen in alledem? Es verändert sie und lässt sie aggressiv werden. Jetzt kommen bei allen nur noch, keine Ahnung, Messer runter, Messerregen. Schöne Metapher. Ja, ich wollte es gerade sagen, seine bildliche Sprache ist schon heftig gut, oder? Okay, Trench. Haben Sie eng mit Trench gearbeitet? Ah, er hat die meiste Zeit mit Darling und all denen verbracht. Dem inneren Kreis. Genau, nicht, hat er gesagt. Passiert. Trench hatte eindeutig seine Lieblinge. Er kam ab und zu vorbei, schaute finster rein und rauchte. Wussten Sie, dass man in der Behörde nicht rauchen darf? Darf man nicht. Aber Trench stand über den Regeln. Immerhin hat er Geld für das Panoptikon auf die Seite gelegt. Der Mann war Visionär. Der Mann war der Chef, der Direktor. Okay. Wie haben Sie den Job bekommen? Ich habe als einfacher Agent angefangen. Mein Onkel kannte jemanden. Saß an einem Schreibtisch, bis es wegen eines Unfalls im Isolationssektor Personalmangel gab. Ich landete im Management. 10 Jahre lang immer brav meine 8 Stunden pro Tag abgesessen. Und bingo, Abteilungsleiter. Ich habe einfach eine Waffe ausgewählt. Oder vielmehr, die Waffe hat mich ausgewählt. Genau, sie ist einfach reingegangen, hat das Ding aufgehoben und zack, war ich direkt. Bis später, Langston. Okay. Ich bin hier. Wie immer. Tür auf. Watch your step. Das Panoptikon. Wow. Dylan ist in der Nähe. Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. Okay. Wir speichern erstmal. Okay. So. Jetzt gucken wir mal, was kommt. Das war gerade das Team, ne? Die Leichen, die da lagen, oder? Wir haben lange nichts von ihnen gehört. Wir haben nicht geguckt, ob sie wirklich auf die andere Seite gekommen sind. Wir haben lange nichts von ihnen gehört. Okay, watch this. Okay. Schmettergeschossschuh, okay. Oh, wartet. Hier sind... War da auch schon ein Gegenstand? Ne, konnte ich nicht sehen. Ein Briefkasten. Wird schon schief gehen. Genau das. Was ist das hier? Ein Picknickkorb. Okay. Ein Ventilator. Es sind solche random Objekte. Ein Vorschlaghammer? Okay. Okay. In den Fahrstuhl. Gewandelte Objekte, genau. Irgendwie ist der Plan der Behörde, Dylan zum nächsten Computer zu machen, schiefgegangen. Marshall klang, als wäre alles Dylans Schuld gewesen. Aber wie sehr lag es an dem, was die Behörde mit ihm machte? Ich denke, sie sagt mir nicht alles. Da hinten sehe ich auf jeden Fall schon einen Mob. Der fliegt da so rum. Oh! Okay. Greift nicht an. Ich kann aber auch nicht angreifen, ich kann nur gucken. Jetzt können wir angreifen, ne? Ja. Aber warte, hier sind auch noch Objekte, oder? Ne, halt, die sind raus. Hallo? Ist da jemand? Hä? Ja?
Was machen Sie hier? Oh, Gott sei Dank! Dieses Objekt muss ständig beobachtet werden, oder es dreht durch! Meine Ablösung ist nie gekommen! Können Sie mir helfen? Verdammt! Leider nicht. Es gibt einen Notfall. Aber ich komme zurück, versprochen. Okay, nur bitte nicht vergessen. Ich kann das nicht mehr lange anstarren. Ohne Scheiß, er muss es die ganze Zeit anstarren? Der Arme. Okay. Da ist nichts, okay? Kontrollpunkt checken. Okay. Da ist nichts. Oh shit, die kämpfen. Da wird gefightet. Was ein geiler Job, ne? Okay. Den haben wir. Oh, warte. Ja. Nein, 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 nicht den Typ umbringen, der ist auf unserer Seite. Jawohl. Okay. Got it. Verdammt viele Kontrollpunkte, die sie jetzt hier haben. Aber wartet mal, da war ein Fass. Irgendwer muss es machen, ja, absolut. Wenn der eine nicht schaut, dann muss der andere halt schauen. Die hat aber Wumms. Dead Chaser, grüß dich. Willkommen im Studio. Oh, au. Ach, das ist hier. Unser trusty Mitarbeiter des Monats. Der hält die Tür auf. Ah. Der andere starrt den Kühlschrank an. Und er macht immer die Tür auf. Super, oder? Okay. Okay, lass mal sehen. Ist das Objekt hier ausgebrochen? Das ist das Objekt der Macht. Ich muss es säubern. Das ist der Fernseher? Oh ja. What? What? Kinder, Fernsehen ist nicht gut für euch, seht ihr? Was lernen wir daraus? Ja, genau. Dir passiert sowas nicht, wenn du Fernsehen schaust, Herr Dead Chaser, da guckst du nicht das richtige Fernsehen. Säubere das Bennikoff TV. Da gehen wir hinterher. Ganz klarer Fall, oder? Weil zurückgehen ist gerade auch ungünstig. Okay. Okay, los geht's. Das passiert, wenn du RTL zu lange guckst. Ja, das kann sein. Okay, hinterher. Moment. Pow! Wow, 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 wow! Welcher von denen muss ich bekämpfen? Den einen da nur? Oh shit. Okay, wartet. Da unten kommen die anderen. Okay, wir müssen aufpassen. Wir kriegen Damage. Von was? Von wo? Von wo? Oh, ich dachte, da kam gerade einer um die Ecke. Oh, shit. Double Kill, fast. Oh, warte. Ja. Okay, helft mir gegen den Mob. Helft mir gegen den Mob. Leben. Oh, verdammt. Der Damage. Schild. Oh, shit, 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 shit. Hab kein Schild, hab kein Schild.
Okay, der eine ist tot, der Minion. Warte, wir holen uns den anderen da hinten. Wo ist der hin? Der da. Sie da! Herkomm! Verdammt, der hat sich aufgelöst. Ja! Oh, verdammt! Oh, der Damage! Oh! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Wo ist er hin? Er ist gevanished! Oh, okay. Wartet. Oh. Schild. Wartet, wir müssen gerade warten. Und dann dashen wir rüber und versuchen uns das Leben dazu snacken. 3, 2, 1, let's go. Schild. Oh, ich wusste es. Okay, wir müssen mehr Typen umbringen. Oh, shit. Okay, wartet, er kommt. Okay, wartet, ich hab's. Okay, wir dashen gleich rüber. Aber wartet, er wirft was. Wow. Okay, wartet. Bin dran. Leben. Er will Sachen werfen. Schild! Okay. Voll ins Gesicht! Friss, Sofa! Oh shit. Okay. Und Arashi, so jetzt auch am Handy. Grüß dich, willkommen im Stream. Wie geht's dir? Aim ist mit dem Controller aber auch kacke. Hallo? Superior Controls. Nix hier kacke. So, hier, friss Stein. Verdammt, Schild. Okay. Bam! Ha! Huh. First try. Was ist das da links? Okay. Der Fernseher. Allein das Objekt macht das Wort spielt. Erst Kiste. Und erst looten. Geht wieder los. Nein, erst Kiste. Oh, warte, Fallakte. So viel Zeit muss sein. Wir lesen einfach mal. Mir geht's super. Und dir, danke. Mir geht's auch super. Ich bin heute früher zum Stream gekommen. Also alles Gucci, ne? So wie es sein muss. Die Mannschaft der White Ocelots traf zum ersten Mal auf ein seltsames sphärisches Phänomen, als sie in Geschwärzt auf Fischfang war. Zeugen beschreiben es als schwarze Sphäre mit schwachem Licht dahinter. Sie schwebte genau über dem Bug des Schiffes. Die Mannschaft warf einen Blecheimer um, Geschwärzt, der allerdings in der Sphäre verschwand. Bald darauf wurde die strukturelle Integrität des Schiffes kompromittiert. Das Metall verrostete und fiel innerhalb von Minuten auseinander. Während das Schiff unterging, sank auch die Sphäre ins Wasser. Ein vorbeikommendes Fischerboot mit Namen Geschwärzt rettete die 4 überlebenden Mannschaftsmitglieder. Es wurden Agenten an die letzten bekannten Koordinaten der White Ocelot Geschwärzt geschickt, die Tauchgänge unternehmen sollten. Auf dem Meeresboden konnten diese die Sphäre ausfindig machen. Das Schiff war mit Ausnahme seines Ankers vollständig zerstört worden. Als die Agenten den Anker zum Meeresboden anhoben, bemerkten sie, wie die Sphäre sich in Verbindung mit dem Anker bewegte und innehielt, fast so, als wäre sie eins. Der Kontakt mit der Sphäre wurde vermieden, doch der Transport des Ankers erwies sich als harmlos. Das Objekt wurde von Geschwärzt zum US-Hafen von Geschwärzt gebracht. Nach der Ankunft in New York kam er über Geschwärzt in die Behörde. Nice. Ein Anker. Okay. So, aber jetzt machen wir jetzt mal den Fernseher hier aus. Genug Fernsehen. Fernsehen aus, schaut mehr Twitch. Nutze den Fernseher, Babysitter. Schwebe, Superheld über das Hindernis. Diese Texte. Verwende Schweben, um die Astralebenen-Herausforderung abzuschließen. Okay. X zum Schweben. Oh mein Gott!
grüß dich, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Ich kann fliegen. Wow, ich kann fliegen. Das ist cool. Wie lange kann sie fliegen? Also nicht unendlich, glaube ich. Oh, scheiße, das tat weh. Schweben! Wartet, wartet. Okay, es gibt aber auch Fallschaden. Während du schwebst, um zu fallen, während du fällst, um Fall zu bremsen und kontrolliert zum Boden zu sinken. Okay. I get it. Ah, so wird's gemacht. Yay. Ey, ist das cool. Oh, shit. Bong. Oh. Pow! Friss! Schuss. Hep. Oh yeah! Ich kann schweben. Und Team Lauch, genau das! Er wundert sich, dass es im Game fliegen kann. Kann er das etwa nicht im Real Life? Kann ich nicht! Ist erledigt. Jetzt kann ich zu Dylan. Kann ich da jetzt rüberfliegen? Wow. Oh shit. Fast tot. Nice Base. Ich will ins Licht. Wie die Motte ins Licht. Oh, da geht's nicht weiter. Schade. Er ist nicht so abgehoben. Ja, super. Oh shit. Bin ich jetzt tot? Ich dachte gerade. Okay. Das ist voll Matrix. Ich habe nur das Problem, ich komme hier nicht mehr hoch. Ach, warte, sie kann hier an der Seite hochlaufen jetzt. Yay. Aber was genau ist jetzt die Power? Also ich meine, die Poweranzeige. Wie lange kann ich schweben? Also es wird nicht von der normalen Macht abgezogen. Aber erst sammeln wir ein bisschen Leben ein. Das ist eine gute Idee. Ah, wir müssen es eh verwenden, um hier rauszukommen. Okay, verstehe. Okay. Also. Whee! Whee! Oh, das ist cool. Das ist so cool. Also sieht halt auch noch cool aus. Ne? Also, das müssen wir ja mal dazu sagen. Okay, aufgepasst. Oh shit. Ja, warte, den will ich übernehmen. Oh verdammt, das sind aber diese Typen, die platzen. Ja. Okay. Warte, kann ich den übernehmen? Platzt der dann für mich an dem anderen Gegner? Super Idee. Top Base. Oh shit. Oh shit. Gehst du bitte darüber? Jawohl, mach den fertig! Wo ist mein Minion hin? Jawohl, da hinten ist er. Perfekt. Bester Mann! Da unten ist was zum Sammeln. Hab ich? Okay. Der andere ist auch tot? Okay. Okay, wo muss ich hin? Okay. Wir laufen ab jetzt wieder. Suche in Dylan in Hochsicherheitstag Ebene 5, okay. Oh verdammt, ich wollte ihm in den Fuß schießen. Okay. Der zweite Schuss ist gesessen. Das heißt, wir fliegen jetzt darüber oder was? Okay, wartet. Okay, got it. Und jetzt? Das ist so schräg, ey. Okay. Okay. Hier hoch. Okay. Wir sind auf jeden Fall auf Ebene 5. Und da hinten ist P6-Zell. Also, ist das ein Schwan? Seht ihr auch den Schwan? Oh, dieses Game. Okay. Hallo. Oh, wir müssen unbedingt dem Kühlschrankmann noch helfen, ne? Das ist so ein Schwanentretboot. wer ist... Hier, Hand hoch. Wer ist schon mal in so einem Schwanentretboot mitgefahren? Kommt, kommt, kommt. Outet euch. Was ist das? Get well soon? Das ist ein aufblasbarer Luftballon? So ein Heliumballon? Okay. Okay. Die sind an sich schon creepy. Das muss ein AWE sein. Die Dinger sind toll. Ja. Oh, ein Wasserspender. Okay. Creepy Wasserspender.
Ich bin nicht damit gefahren. Ich bin der Schwan. Auch geil, der Chaser. Oh mein Gott, ein... Ist es ein pinkes Brecheisen oder sieht das nur durchs Licht pink aus? Okay. Es ist Gordon Freemans... Ja, mit Sicherheit ist es Gordon Freemans Brecheisen, ja? Okay. Maximum Security. Das sind wir. Habt ihr Angst, dass sich die anderen Spieler mit mir paaren wollen und mich verfolgen? Allein die Vorstellung. Oh mein Gott. Okay, hallo. Okay, die Tür geht zu. Gordon Freeman war ich auch mal. hallo? Hier ist gerade alles ziemlich im Arsch. Ich glaube, hier wird renoviert. Okay. Ich will das da auch machen. Das ist immer das Beste, ne? Hier ist alles im Arsch. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Oh, erstmal ist Loop. Hallo? Hallo? Können ja. Sie mich hören? Ja. Jesse? Ja. Ach, Pope! Sie sind's! Warte, ich muss gerade Text lesen. Beobachtung Dylan Faden. Tägliche Beobachtung von Dylan Faden. Faden, vertraulich. 9.30 Uhr, Frühstück wird gebracht. Der hat doch das beste Leben. Ich weiß gar nicht, was sie wollen, oder? Steht auf, geht zur Toilette, geht wieder ins Bett um 11.54 Uhr. 11.57 Uhr, bittet darum, dass der Fernseher eingeschaltet wird. Fernseher wird eingeschaltet. Ach, das ist viel besser. Der braucht gar keine Fernbedienung, ne? 12 Uhr, Punkt 12, Mittagessen wird gebracht. Frühstück wird entfernt. Wow, okay. 12.02 Uhr, isst Mittagessen. 14.38 Uhr, geht zur Toilette. 16.03 Uhr, beginnt mit sich selbst zu reden. Aufzeichnung aufgrund des Fernsehlärms nicht möglich. 16.07 Uhr, wird unruhig, wirft Tabletten gegen das Glas. 16.09 Uhr, ruhig gestellt, das Personal macht die Zelle sauber, Fernseher wird abgeschaltet. 18.12 Uhr, kommt langsam zu sich, bittet darum, dass der Fernseher eingeschaltet wird, wird ihm verweigert, weil, Sternchen, Fernsehprivilegien aufgrund feindseligen Verhaltens entzogen wurden. So. Und um 18.16 Uhr, schläft. Fragezeichen. Okay. Ob das wohl der gleiche Typ beobachten muss, der immer den Kühlschrank beobachtet? Jesse, bist du da, Jesse? Emily? Er ist weg. Dylan ist nicht hier. Vielleicht ist er in der Nähe. Oder vielleicht hat ihn das Zischen erwischt. Ich weiß es nicht. Jesse, hör zu. Dylan ist hier. Bei uns. Er kam eben rein. Er sagt, er will sich stillen. Das Zischen hat ihn erwischt, aber... Er ist anders als die anderen. Jesse, wir müssen ihn isolieren. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen zurück. Ich muss zu meinem Bruder. Okay. Okay. Machen wir, aber wir haben jetzt erstmal Fähigkeitspunkte, die wir ausgeben können. Das Gesicht des Feindes. Habt ihr gerade gesehen, ne? Kappa. Okay, warte, was ist das hier? Ah, Freigabe Stufe 6. Habe ich nicht. Ich habe geheult, als ich den Killer das erste Mal gesehen habe. Welchen jetzt? Stranger Things oder den Typ jetzt hier gerade? Wovon redet ihr? Ihr bringt mich durcheinander. DBD oder reden wir von Control? Boah, der hat da voll die Stage. Okay. Ja, selbst Int ist nee, jetzt ist selbst Dead Chaser verwirrt. Okay. Da war was. Was ist hier? Turmbänder. Okay. Das wird heute nicht lange dauern, Dylan. Wie gesagt, möchte ich mit Ihnen über Jesse sprechen, Ihre Schwester. Was ist mit ihr? Ich möchte Ihre Sichtweise hören. Was denken Sie von ihr? Was ist sie für ein Mensch? Solche Dinge. Ich habe sie vergöttert, als ich klein war, in Norden. Und jetzt nicht mehr? Anfangs schon noch. Ich hoffte, sie würde auch kommen, mich finden und heimsehen. Alles zusammen gemacht. Warum sollte sie hier sein? Vesper sagte, sie könnte auch zur Behörde kommen. Wenn sie wollte. Aber sie kam nicht. Was glauben Sie, warum? Weil ich ihr egal bin. Sie wollte immer frei sein, die Welt sehen. Davon hat sie schon immer geredet. Schätze, jetzt hat sie, was sie wollte. Okay, sie wollte die Welt sehen. Also, hat sie von irgendeinem bestimmten Ort geträumt? Warum? Wir stellen hier einfach Fragen. Das wissen Sie doch. Hat sie irgendwelche Städte, Orte oder etwas in der Art erwähnt? Weiß nicht mehr.
mehr. Was ist mit Freunden oder Familie? Gab es da jemanden außerhalb von Ordinary? Wir sind hier fertig. Sagen Sie Kasper, ich will heute Pizza zum Mittag. Dann warten Sie. Geil. Ende der Sitzung. Okay. Als nächstes ist der Asiate oder was? Das ist seine letzte Evolutionsstufe, Int. Denk mal drüber nach. Vom Killer bis immer sexy, was? Der Chaser? Alright. Ah, ich sehe schon, ihr tanzt euch gerade in DBD aus. PTB. Und keiner sagt mir was, wie gut die Dedicated Servers funktionieren. Oder ist es schon wieder offline? Hallo? Oh, da oben war was drauf. Jawohl. Er hat Loot on top. Perfekt. Okay, wir gucken uns die Zelle selber mal an. Hallo? Das ganze Ding ist kaputt. Achso, es ist nur von da kaputt, okay. Okay. Aber wir müssen mit Emily sprechen. Anscheinend können wir sonst hier nichts mehr machen. Okay. Hallo, ich will da hochfliegen. Dankeschön. So. Okay, ich glaube, sonst können wir hier nichts mehr machen. Dann gehen wir hier raus. Aber nicht ohne das ganze Geländer zu zerschroten. Warum tut er das? Weil er es kann. Oh, warte. Ne, ich dachte, da war noch was, aber das ist nur das Turmband. Okay. Das heißt, hier gehen wir wieder raus. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurückgehen in die... Er sagt, sprich mit Emily. Das heißt, wir müssen einen Kontrollpunkt finden und dann können wir wieder zurück zum Geschäftszentrum da gehen, zur Geschäftsleitung. Okay. Ich glaube, das nächste war... War ich auf der anderen Seite hier? Hier geht's gar nicht runter, okay. Hallo? The damage. Weg. Smart Base. Das war nicht so smart. Das war super smart. Wow, wie ich das gemacht habe, oder? Okay. Archives, Level 2. Wo sind wir denn jetzt? Warte, nee. Archives, Level 2? Bin ich? Bin ich? Okay. Gott, ist es jetzt besser oder schlechter, dass wir hier sind? Oh Gott! Wo ist diese Kugel? Wo ist die Kugel hin? Da! Oh Gott, okay.
Ich bin mal im Bett, lass das Spiel aber laufen. Gute Nacht. Arashi, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke, dass du reingeschaut hast. Und ja, schlaf schön. Huh. Da. Verdammt. Geht das weg? Wo? Oh. Oh Gott! Das ist so ein Kackvieh. Okay. Ich glaube, die kann man gar nicht umbringen, ne? Looten und weg! Das ist mein Loot! Danke. Oh, verdammt. Man sollte vielleicht treffen. Ich weiß halt nicht, ob man den Kern irgendwas anhaben kann. Ne, ich lasse ihn einfach stehen. Okay. Oder können wir den wieder irgendwo fangen hier? Ich würde es ja feiern, wenn hier mal irgendwo ein Kontrollpunkt wäre. Aber scheinbar habe ich nicht so viel Glück. Okay. Das war's also. Hier ist sonst nichts. Es ist ein komisches Dead End. Okay. Oh, halt, wartet. Kommt da was? Nee. Schreibmaschine. Du bist eine Kellerasse. Ja, bist du. GG. Okay, wartet. Hier ist was. Was ist das? Aufzeichnung. Verhaltensauffällige Objekte, gewandelte Objekte. In letzter Zeit gab es alarmierende Änderungen bezüglich des Verhaltens sowie der gewandelten Eigenschaften von zwei gewandelten Objekten im Panoptikum. Die Geschwärzt und der Geschwärzt sind sehr viel aggressiver geworden und legen ohne ersichtlichen Grund neue Eigenschaften an den Tag. Es wurde angepasste Isolationsmaßnahmen als Gegenwirkung für diese neuen Eigenschaften untersucht. Ein Objekt konnte durch kontinuierlichen visuellen Kontakt eingeschränkt werden, doch diese Entwicklung ist problematisch. Was, wenn alle gewandelten Objekte diese Verhaltensänderungen durchlaufen? Wir müssen herausfinden, was der Auslöser ist und was sich verändert. Augenkontakt, ist das der Kühlschrank? Der Umgang mit diesen gewandelten Objekten hat bei zahlreichen Panoptikum-Mitarbeitern zudem zu Geschwärzt geführt. Ich würde behaupten, dass sie in der Astralebene geschickt werden, wurden, doch es handelt sich hierbei nicht um Objekte der Macht. Nicht einer ist zurückgekommen. Diese neue Entwicklung sowie die ansteigende Zahl an Astralnauten, die nicht von ihren Tauchgängen zurückkommen, werfen die Fragen auf, was zum Teufel vor sich geht. Untersucht das jemand? Gibt es einen Plan? Vollständiger Bericht fehlt. No. Mhm. Okay, Radio. Was ist hier los? Ist das das Radio, was wir gerade angemacht haben? Das Radio dreht gerade durch? Okay, ich gehe hier weg. Ist mir alles okay. Oh Gott, das Ding ist da. Okay. Ist das 5? Ne, 6. Haben wir nicht. Okay. Ja gut, wir hauen ab. Oh shit! Was ist hin? Verdammt! Ah! Okay, weg. Okay, ich will hier raus. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass es nur Archiv. Okay, es ist eine so eine Zelle. Vielleicht müssen wir hier für eine Nebenmission hin, aber als Hauptmission müssen wir definitiv nicht hier hin. Das Panoptikon hat auf jeden Fall auf der Seite einen Fahrstuhl und da vorne noch eine... hallo? Tür? Da vorne noch einen Kontrollpunkt. Was ist hier? Ist das so ein Globus, den man aufmachen kann, wo Alkohol drin ist? Ein Weihnachtsbaum! So ein Fake-Weihnachtsbaum.
Da ist der Kinderwagen, der qualmende. Okay. Ja, ja, wichtige Ziele, ist mir schon klar. Wir sind ja dran, Game. Wir sind ja dran. Okay. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zu Ebene 1 runter. So. Da sind wir auch schon. So. Das erste, was wir machen, Fähigkeiten ausgeben, weil wir können Energie auf Max bringen. Zack. Karriereleiter. So will ich das sehen. Wofür sind diese Kammern eigentlich da drin? Schließen die ganzen Objekte der Macht bzw. gewandelte Objekte? Also Objekte der Macht ist ja die Knarre, die wir haben, zum Beispiel diese Amtswaffe. Aber Objekte der, wie heißt das? Gewandelte Objekte, so. Das sind diese Dinger, die wir da drin gesehen haben, die sie bei irgendwelchen Vorfällen gesammelt haben. Zusätzlicher persönlicher Modifikationsplatz. Nice. Okay, wartet. Astralwerkstatt. Können wir irgendwas machen? Wir können eine neue Waffe herstellen. Wir können den Lader herstellen. Zack. Lader hergestellt. Schmetterer aufwerten. Und so ein Spaß. Okay. Was haben wir hier noch? Werkstatt ist komplett aufgewertet. Hier fehlen uns auf jeden Fall alle möglichen Items. Wir gehen noch nicht schnell reisen. Wir machen einmal kurz das Ding auf, weil wir können bei Ausrüstung. Einmal wollte ich wissen, was der Lader macht. Wo ist er? Da, da ist der Lader. Der Lader kriegt jetzt einfach mal, was kriegt der hier? Nachladegeschwindigkeit, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch vollkommen egal. Munition pro Schuss. Oder? Nee. Können wir das da reinpacken? Egal, machen wir das da rein. So, okay. Was macht denn der Lader? Das ist der Lader. Es ist ein Raketenwerfer! Hoffentlich lädt er nicht zu lange. Okay, der ist ein bisschen cool. Ein bisschen cool ist er ja, muss ich ja sagen. Okay, aber wir wollten jetzt Schnellreise machen und zwar oben in die Geschäftsleitung. Können die Waffe ja mal testen. Wir benutzen ja sowieso meistens den Stinger mit dem Piercing Damage, weil der halt einfach super viel Damage macht. Ja, das ist leider schon ein bisschen sehr sexy. Okay. Das heißt, sie hat gesagt, Dylan ist jetzt bei denen gewesen und hat sich mit denen unterhalten. Schauen wir uns das mal an. Hallöchen. Dankeschön. So. Das heißt, er ist dort, ne? Wir müssen mit. Oh, warte. Er hat was zu sagen. Arish. Ich habe Ihnen das wahrscheinlich nicht erzählt, aber ich war mal drauf und dran, Ranger zu werden. Was? Ausbildung gemacht. Bisschen zu rookie sogar. Egal, darum geht's nicht. Meine alte Einheit war eine tolle Truppe. Außer mir waren es noch 6 andere: Remus, Hazard, Cho, Guy, Happenstall und Thompson. Sie hätten gestern von einer Expedition zurückkommen sollen. Wir hatten Bier und Hähnchen vorbereitet. Aber leider waren sie nicht da, als Darling die HFV ausgab. Sie hatten nichts, um sich vor dem Zischen zu schützen. Ich fürchte, für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Wir trugen alle diese kleinen Beutel um den Hals und ich will sie nicht den Zischern überlassen. Können Sie sie für mich finden? Der Trupp müsste durch die Wartung zurückgekommen sein, aber ist wahrscheinlich von dort ausgesperrt. Ich werde ein Auge offen halten, Arish. Und ich lasse sie nicht als Zischer enden. Ich glaube, der will eigentlich nur dieses Bier und Hähnchen, oder? Schwarzstein. Was hat es mit dem Schwarzstein auf sich? Oh, scheiße, fangen Sie mir nicht mit Schwarzstein an. Seit die Forschungsabteilung rausgefunden hat, dass er paranatürliches Zeug blockt, hat man fröhlich jede Menge gefährliches Material in den verdammten Steinbruch rein und wieder rausgetragen. Scheiß Laborkittel, Mann. Mach mir das Leben schwer. Klingt, als gäbe es Spannungen zwischen den Abteilungen. Immerhin hat man dort einen tollen Blick auf den Nachthimmel. Salvador und ich haben da nach der Arbeit oft ein Bier getrunken. Was habe ich gesagt? Bier und... Was wissen Sie über Dr. Darling? Nicht mehr als andere. Forschungsleiter. Hört sich selbst gerne reden. So wie alle anderen Wissenschaftlertypen. In letzter Zeit war er ein bisschen mehr Psycho als sonst. Die Personalabteilung sagt zwar, das sollen wir nicht sagen, aber... Alle denken, dass wir Antworten bekommen, wenn wir Darling finden. Aber wie soll er uns helfen, wenn er den Verstand verloren hat?
Guter Einwand. Sie sind vom Sicherheitsdienst, oder? Arbeiten Sie mit Rangern? Nicht oft. Ranger sind speziell für das Auskundschaften von Grenzbereichen und Einsätze am Ground Zero eines AWE ausgebildet. Der Sicherheitsdienst kümmert sich eher um Gefahren in der Behörde. Die bekommen da draußen sicher schräges Zeug zu sehen. Ja, keine Frage. Sie müssen sich jede Woche mit Dingen herumschlagen, die der Menschheit bisher unbekannt waren. Die meisten Ranger gehen mit einem kognitiven Kollaps in Rente. Ich habe die medizinische Definition nachgeschlagen. Ist kein Spaß. Das ist ja toll. Looking forward to it. Wie geht die Behörde mit Grenzbereichen um? Umgehen ist eine sehr optimistische Umschreibung. Marshall schickt ihre Ranger zum Kartografieren rein und sie überprüfen Wachstumsraten, lokalisieren Epizentren und nehmen Proben. Messungen halt. Hat wohl seine Hausaufgaben gemacht. Unten in der Wartung werden Grenzbereiche wie jedes andere Mittel eingesetzt. Im einen Labor bauen die Weißkittel Schwarzstein daraus ab und im anderen schöpfen sie Wasser daraus. Wir benutzen es für so ziemlich alles. Außer Warum zum Trinken. Trinken Sie es nicht? Will ich das überhaupt wissen? Ja, da schwimmen oft kleine Klumpen drin. Das ist ziemlich eklig. Hätte ich bloß nicht gefragt. Okay. Marshall. Was halten Sie von Marshall? Marshall? Marshall ist eine verdammt harte Frau. Eine bessere Anführerin können sich die Ranger nicht wünschen. Sie ist ein bisschen, krass. Aber kein Wunder bei dem, was die alles gesehen hat. Allerdings hat sie die schlechte Angewohnheit zu verschwinden. Wo geht sie hin? Als sie das letzte Mal verschwand, habe ich mir die Sicherheitsprotokolle angesehen. Ich habe Videomaterial gefunden, auf dem sie in den Steinbruch geht. Sie war tagelang allein dort unten. Normalerweise ist das nicht mit erlaubt. Bier. Aber sie steht so ziemlich über allen Regeln. Was sie am Steinbruch wohl so interessant findet. Den Nachthimmel und das Bier, hat er doch eben gesagt. Na gut. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Aha. Sprach er, drehte sich um und lehnte sich an den Tisch. Musste sie alles in ihrem blöden eigenen Code niederschreiben? Marshall und ihre CIA-Scheiße. Gott. Okay. Vorschlag Fernsehen. Was? Vorschlag Fernsehshow. Basierend auf dem Erfolg von America Overnight möchten wir die Entwicklung einer Fernsehserie vorschlagen, die Aberglaube und skeptisches Denken als Unterhaltung präsentiert. Sie sollen diese Konzepte in der Zivilbevölkerung bekannter gemacht werden und so soll der Widerstand gegen die Weiterleitung von Informationen über öffentliche paranatürliche Ereignisse gemindert werden. Wir können auch eine solide Medienplattform nutzen, um paranatürliche Konzepte für viele Zielgruppen zu testen. So kann beobachtet werden, wie sie auf bestimmte Fakten als Fiktion dargestellt reagieren, falls die Behörde jemals beschließt, bestimmte Aspekte der Realität öffentlich bekannt zu machen. Es gibt verschiedene Lizenzen für Sendungen, die wir kaufen und aufbereiten können, anstatt ganz von vorne anzufangen. Eine bestimmte Serie scheint vielversprechend zu sein, vor allem wenn man bedenkt, dass Inhalt und Stil genau das sind, das wir suchen. Sie heißt Night Springs und wird seit ein paar Jahren nicht mehr ausgestrahlt. Okay, ich dachte jetzt gerade an Jonathan Franks mit X-Faktor, das Übernatürliche. Oh, sehr schön. Okay, jetzt hier mit Emily reden. Die von dem HAV ausgestrahlte Resonanz ist genau entgegengesetzt. Endlich. Nach all den Jahren ist es soweit. Dylan ist hier. Wo ist er denn? Aber bin ich zu spät. Wie geht es ihm? Ich muss es wissen. Er ist eindeutig vom Zischen befallen, aber es unterscheidet sich von all unseren Daten über Manifestationen. Vielleicht habt ihr beide spezielle Gene. Er war schließlich ein Primärkandidat. Oder schützt ihn vielleicht Polaris? Oder liegt es an etwas anderem? Ich muss Tests machen. Er scheint mehr Kontrolle zu haben. Wirkt präsenter. Ich will ihn sehen. Wo ist er denn? Mein Bruder. Oder nicht? Natürlich. Marshall hat einen HAV-geschützten Käfig für ihn errichtet, auf der oberen Etage, die Treppe rauf. Okay, ich muss los. Jesse, sei vorsichtig. Okay. Sprich mit Dylan in der oberen Etage, okay. So, was haben wir hier noch? Zeitachse der Ereignisse. Die Zeitachsen der Invasion auf mögliche Muster im Verhalten des Zischens zu untersuchen. Etablierung einer Zeitachse ist derzeit schwierig, da es an zuverlässiger Kommunikation zwischen den Behördensektoren und Mitarbeitern fehlen. Vorläufige Modelle deuten darauf hin, dass sich der Startpunkt der Invasion innerhalb der Geschäftsleitung befindet.
Sobald das überlebende Personal befragt werden kann, sollte es möglich sein, den genauen Standort zu bestimmen. Weitere ausstehende Fragen, die durch eine Zeitachse beantwortet werden könnten. Wie hat das Zischen die interne Quarantäne überwunden? Wie verbreitet sich die Resonanz des Zischens durch den Raum, bewusst oder einheitlich? Was ist das endgültige Ziel? Die Außenwelt? Ein dimensionsübergreifendes Ziel? Vollständiger Bericht in Geschwärzt, natürlich. Was haben wir hier? Stimmanalyse. Wenn wir das Zischen als eine Kraft verstehen, die aus Vibration und Resonanz besteht, dann ist ihre Spruchformel, so der vereinbarte Begriff für ihre Äußerung, vielleicht eine Anstrengung, diese Resonanz mit Hilfe von menschlichen Stimmbändern und Sprache auszudrücken. Würde es Unterschiede geben, wenn die Spruchformel in eine andere Sprache ausgedrückt werden würde? Das am meisten verwendete Wort ist willst. Interessanterweise wird jede Verwendung dieses Wortes einem Du zugeschrieben. Du willst zuhören. Du willst, dass es wahr ist. Musst du dir wünschen, dass diese Wellen dich fortzerren? Sind wir die Du, von dem die Zischer sprechen? Glaubt das Zischen, dass die Menschen möglicherweise alle Nicht-Zischer-Lebewesen sich ihnen anschließen wollen? Verschlungen werden wollen? Ist das das Ziel? Ebenfalls häufig verwendet werden die Wörter durch und Zeit. Kann es sein, dass das Zischen angibt, wie es hierher gekommen ist? Oder ist es ein Hinweis auf sein Alter? In diesen Worten liegt eine eindeutige Absicht. Die Spruchformel als Unsinn abzutun, wie einige meiner Kollegen es empfehlen, ist mehr als idiotisch. Okay. Crazy. Treppe rauf. Darauf? Okay. Durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt. Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Lass dein Inneres an der Tür. Drücke deine Finger durch die Oberfläche. Das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll wahr sein. Wir stehen um dich herum, während du träumst. Du kannst es fast vor. Kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied. Geht's ihm gut? Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Der du bist ein Wurm. Kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied. Das ist Dylan. Kannst du mich hören? Komm schon, Dylan. Ich bin da. Ich bin bei dir. Du warst schon immer das neue Du. Weißt du, wer ich bin? Du kennst mich. Sag es. Du bist Dylan Fadens Schwester. Er spricht von sich in der dritten Person. Mach ich auch. Immer ein gutes Zeichen. Weißt du, wer du bist? Nicht Dylan. Trench und Darling haben dafür gesorgt. Ich bin P6. P6. Aber jetzt geht es mir besser. Dank dem Zischen. Drücke deine Finger durch die Oberfläche in das Nass. Du warst schon immer das Neue. Du. Kannst du das lassen? Bitte. Nicht gerade das Wiedersehen, das ich erhofft hatte. Fühlt sich gut an, diese Worte zu sprechen. Ich will es so. Sie klingen gut. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Willst du sie nicht auch sprechen? Parkhaus 6. Verdammt, nein! Du musst mir helfen, das Ding aus meinem Kopf zu kriegen. Wenn er noch da drin ist, wenn noch was von ihm da ist, musst du mir helfen. Du! Ich hab mich das noch in dir hineingelassen. Du warst schon immer hier. Das einzige Kind. Die Kopie. Eine Kopie. Hör auf! Oh, shit! Shit! Er kann nicht sehen. Das ist nicht sicher. Wir fanden Polaris zusammen mit meiner Schwester, als wir sehr klein waren. In Ordinary. In der Wüste. Durch die Tür, die der Dia-Projektor geöffnet hatte. Aber sie half nicht, als Trench mich wegbrachte. Sie gab mir keine Kräfte. All diese Kräfte sind meine eigenen Kräfte. Sie half nicht, als sie mich jahrelang einsperrten. Am liebsten Zeit für Applaus. Wir konstruieren dich, bis nichts verbleibt. Das All bricht auf und die Wahrheit aus dir heraus. Du bist zu Hause. Die Behörde brachte den Dia-Projektor mit mir hierher und die Behörde tat, was die Behörde tut. Sie benutzten ihn.
Und sie fanden? Sie öffneten die Tür zum Zischen. Das ist das Einzige, für das ich ihnen dankbar bin. Da! Da ist er! Wir stoppten das gewandelte Weltereignis in Ordinary, als wir den Dia-Projektor ausschalteten. Und jetzt ist der Projektor hier. Ein Ohrwurm ist eine Melodie, die man im Traum immer weiter summt. Baby, 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 yeah. Nur Plastik, so sicher, keine Sorgen. Lustig. Ich begrüßte das Zischen. Ich ließ es rein, um sie loszuwerden. Das Zischen befreite mich. Polaris benutzt dich. Die Behörde benutzt dich. Du bist eine Marionette. Du kannst uns fast hören, doch du vergisst. Wenn wir den Dia-Projektor ausschalten, stoppt das vielleicht das Zischen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für meinen Bruder. Du musst die Wahrheit selbst sehen, Jessie. Schwester, die schreckliche Wahrheit über die Behörde. Das Zischen ist die bessere Option. Geh zum Primärkandidatenprogramm im Isolationssektor. Ich habe die Schlüsselkarte dafür. Salvador wollte, dass ich sie bekomme. Wollte? Schwachsinn. Ich sah, was das Zischen mit Salvador gemacht hat. Was es aus ihm gemacht hat. Okay, Dylan. Ich gehe. Ich will die Wahrheit selbst sehen. Ich gehe. Aber nur, um den Dia-Projektor zu suchen. Du kannst mir helfen. Wir können das beenden. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich. Glück kommt. Weiße Pär, die gelbe. Was ist denn hier los? Also, wenn ich das so zusammenfasse, dann würde ich sagen, dass als Jessie und Dylan diesen Dia-Projektor benutzt haben, ein Objekt der Macht oder ein gewandeltes Objekt, irgendwas aufgemacht haben und Polaris, diese Stimme, die Jessie im Kopf hat, dann zu denen gekommen ist, aber nur bei Jessie geblieben ist, nicht bei Dylan. Aber sie haben mit dem Dia-Projektor irgendwas geöffnet und dann hat die Behörde das Ding mitgenommen, zusammen mit Dylan. Und dann haben sie das Zischen reingelassen. Oh mein Gott, kann ich noch mehr mit ihm reden? Sonst noch zu finden, hoffe. Dylan. Können wir reden? Oh shit. Ich möchte dir von einem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Das fängt ja gut an. Okay. Ich hör zu. Ich war wieder in Ordinary, bevor das alles passiert ist. Aber in meinem Traum war ich allein. Ganz allein. Ich war das einzige Kind. Ein Mädchen namens Jessie Dylan Faden. Aber dann kam die Behörde und nahm mich gefangen, brachte mich her, sperrte mich ein. Ist dir jemals aufgefallen, dass unsere Namen Jessie, Dylan, Mädchen und Jungnamen sind? Ja. Sie könnten beides sein. Ist das nicht komisch? Ich finde das komisch. Klar. Was zum Teufel war das? Will er mich verarschen? Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Ich wollte es gerade sagen, ist mir nämlich auch gerade aufgefallen, das ist ähnlich wie mit Robin oder so. Das können beides, also vielleicht sind sie ja eine und dieselbe Person. Ha? Fight Club Wipes und so. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal hier raus, mir ist das alles so weird. Wir gehen zu diesem Primärkandidaten. Isolierte Verwahrung, okay. Da geht's zum Director's Office, da wollen wir ja nicht hin. Als sich die Lage zu stabilisieren schien, lässt Marshall uns im Stich. Willkommen zurück, Direktorin. Was los ist? Das war schon immer die Idee. Hier ist Lynn Salvador, Leiter der Abteilung für Sicherheit. Das hatten wir schon. Wir können ja Schnellreise verwenden, dann brauche ich nicht den Fahrstuhl in, das ist ja Quark. Okay.
Ja. Okay, wir gehen von der Logistik aus dorthin. Und dann Primärkandidaten. Das ist das Ziel gerade, wo wir hinlatschen. Okay. Schweben bietet einen praktischen Überblick über den Kampfbereich, allerdings bist du Gefahren auch schutzlos ausgeliefert. Ja, das macht Sinn. Aber wir benutzen es ja auch eher, um ja, irgendwo hinzukommen, wo wir vorher nicht hingekommen sind. Okay, also wir suchen jetzt nach Primärkandidaten. Das heißt, das ist die falsche Richtung, in die wir gucken. Das ist die richtige. Also doch, da. Okay. Okay, wir müssen gucken, dass wir die richtige Waffe gleich haben, wenn wir sie brauchen. So. Ich glaube, genau, wir sind nicht da geradeaus durchgelaufen. Okay. Das geht auch nicht auf. Wo kommt die Mucke her? Wie komme ich denn da hin? Mach die Tür auf! Okay, die Tür geht nicht auf. Dann muss ich einen anderen Weg dorthin geben. Hier geht's nicht lang, ne? Nee. Schweben? Bringt auch nichts. Da konnte ich auch nicht schweben, ne? Okay. Das ist kein... hier wieder Stufe 6. Ja, jetzt laufen wir hier wieder in den falschen Flügel. Man kann theoretisch von der Logistik da auch noch rüber, wenn ich das richtig deute. Oder sehe ich das falsch? Huh. Argos, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Schön, dass du reinschaust. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Okay, warte, wir gehen mal jetzt hier durch. Gut, und hier? Achtung, Achtung, Aga ist da. Grüß dich, Aga. Auch dir ein herzliches Hallo. Willkommen im Stream. Und ja, das freut mich zu hören, Argos, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen am Rumprobieren hier in Control. Es ist alles noch so weird. Und Tisch. Und Stuhl. Jawohl. Läuft. Ja, irgendwie war es in Neon, wo ich geschaut habe. Oh doch, okay. In letzter Zeit bin ich aber wieder ein bisschen öfters online. Meine fixen Tage, an denen ich streamen möchte, oder bis jetzt mir vorgenommen habe, dass ich mehr streame, sind dienstags und donnerstags. Die anderen Tage sind quasi Bonus, wenn ich es schaffe. Heute ist ja Donnerstag. Das heißt, heute sollte ich regulär streamen. Ich bin sogar heute ein bisschen früher online gewesen. Unglaublich, aber wahr. Okay. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn da? Ach, wir haben jetzt Stufe 6 Freigabe. Ja klar, hat uns der Typ ja gegeben. Der Dylan. Oh, hi. Geschafft. Sehr gut zu wissen. Nice, ne? Ja, ich muss mal gucken. Ich wollte es eigentlich mal irgendwie wieder in so ein Panel eintragen irgendwo. Und dann Sticky machen oder so, muss ich mal schauen. Primärkandidatenprogramm, jawohl. Wir sind sowas von richtig hier. Hallo? Unsere Anstrengungen, neue Primärkandidaten. Und dieses Video. Behörde braucht einen Direktor. P6, Dylan Fain. Dein Zuhause wird. Darling. Oje. Ah! Bis die Kugel hin. Da
Da ist sie, da hinten. Oh, verdammt, Stuhltyp! Wow, wow. Ah, diese Kugel! Jawohl. Okay. Okay, den kriegen wir nicht. Aber den kriegen wir. Oh shit. Ich wusste es. Warte, wo ist er? Da oben. Jetzt holen wir uns den Stuhltyp. Meiner. Jawohl. Jetzt soll er da hinten den da wegmachen. Komm schon, hilf mir! Jawohl! Echt jetzt? Jawohl, erwischt. Wo ist der andere? Hä? Wo ist er hin? Ist der abgehauen? Okay, den habe ich. Okay, Musik ist weg. Ich glaube, wir haben es. Argus, wie ist es dir denn ergangen? Was hast du denn Schönes gezockt, wenn du zockst? Noch Conan Exiles oder Ark oder irgendwas anderes? Ich weiß gar nicht mehr. Aber wieso ist hier alles schief? Muss das so? Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, das macht mich fertig. Es ist so weird. Ah! Okay. Okay, da ist eine Tür. In diesen Shelter-Räumen sind auch immer nur Kisten, glaube ich, die wir looten können. Ne? Was anderes haben wir da, glaube ich, nie gefunden. Okay. Da geht's rüber. Sind wir da hergekommen? Oh, hi. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hierher gekommen sind. Hier nicht. Hier 7. Ist das das, was Dylan mir zeigen wollte? Finde den Bereich für das AWE in Ordinary. Was ist das hier? Kandidat P7 Outfit? Okay. Bewegungsverfolgung Jesse Faden. Betrefft Bewegung nach Osten. Anders zur Sorge. Verlässt Cheyenne. Kommt in Sydney. Verlässt Sydney. Kommt in Des Moines. Mit Des Moines. Chicago, South Bend, Cleveland, Bloomsburg. Aha, die haben uns ausspioniert. Okay. Meine ständige Paranoia. Ich hatte recht. Die Behörde hätte die Antworten gehabt. Aber sie blieben stumm und sahen nur zu. Mhm. Okay. Wir haben immer dort gespielt. Dylan und ich. Und die anderen Kinder. Wir liebten es. Dieses Mal, ich weiß noch, war anders. Wir fanden einen Weg tiefer hinein, als hätte es sich bewegt. Wir gingen rein und haben dort den Dia-Projektor gefunden. Eine Müllhalde ist ein Ort für Dinge, die nicht mehr gebraucht und weggeworfen werden. Haben Sie sich auch mal so gefühlt, Jesse? Was? Nein! Ja,
Aber das hat nichts damit zu tun. Einen Dia-Projektor, als Sie ein Kind waren? Dafür sind Sie noch zu jung, ja. Aber hat sich Ihre Familie zusammen irgendwann mal Fotos angesehen? In welcher Form auch immer? Vielleicht. Wann war das? Wissen Sie das noch? Bei Partys? Beim Grillen? Ja, Dia-Projektor beim Grillen. Haben Ihre Eltern Fotos gezeigt, die Ihnen peinlich waren? War bei diesen Partys Alkohol im Spiel? Haben Ihre Eltern getrunken? War Ihnen das unangenehm? Nein, das ist Blödsinn. Hören Sie auf. Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Der Dia-Projektor... Ich möchte Sie fragen, haben Sie als Kind je von Welten in Bildern geträumt? In einem Gemälde vielleicht? So, dass Sie in ein Bild steigen könnten... In eine versteckte Welt flüchten und dort. Super Mario 64, wisst ihr noch, wie ihr in die Level reingekommen seid? Ich denke nicht. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht. Ich weiß nicht. Okay. Ja, das ist zum Beispiel die Welt von Red Dead Redemption 2. Int. Okay. Hier untersuchten sie, was in Ordinary passiert ist. Hier sollte ich anfangen zu suchen. Verdammt, der Typ. So. Alles weg. Jawohl, Kiste. Noch eine Kiste, okay. Hab es. Okay, warte. Hat das nichts gegeben? Nee, doch, das sind Gegner, aber die greifen nicht an. Die sind auf der anderen Seite von der Scheibe. Wie geht's denn hier weiter? Fahrstuhl, okay. Prime Candidate Program, okay. Da drin kommt man nichts machen. Oh, okay. Wow! Okay! Und runter. Beide Primärkandidaten. Experimente. Sehr unterschiedliche, sicher. Aber beide irgendwie gefangen. Bin ich jetzt frei? Oder sind das Haus und die Stelle als Direktorin? Das haben wir mal gut gemacht. Persönlich ist schon wieder voll. Ne, Waffenmodifikation ist voll, okay. Mehr hier. Okay, da haben wir einen
4 war schon, okay. Dann fangen wir jetzt an, die 2 herauszunehmen. Es sei denn, wir finden mal einen mit mehr Damage. Hier ist immer nur Feuerrate. Okay. Schussschaden. Zoom plus 14% Schaden beim Zielen. Okay, warte, dann nehmen wir den raus. Wie nehme ich denn Sachen raus? Nehme ich einfach den da rein, ne? So, ja. Zoom 18% sogar. Was ist das hier? Explosionsradius, okay. Nochmal Zoom 14%. Macht generell mehr Schaden oder was können wir noch machen? Genauigkeit erhöhen oder Feuerrate erhöhen? Oh, Feuerrate. So. Hat sich denn noch irgendwas, was jetzt besser ist? Da. Lebensgeneration bei Aufnahme. Plus 25% Leben. Okay, dann nehmen wir den Zweier gleich da raus. Okay, warte. Mit den hier raus. Machen noch ein Dreierleben. Also zack, jetzt haben wir 225%. Okay. Sehr gut. Was war das? Okay. So, Zeit für Inception. Wir starten wieder unsere Inception. Juh. Okay. Huch. Wir gehen zurück nach Hause. Tun wir das? Ich tue das. Dort begann es. Ich bin dann auch mal raus für heute. Eine gute Nacht. T-Brainer, schön, dass du so lange dabei warst. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und bis zum nächsten Stream. Oh shit. Okay, das ist jetzt die falsche Waffe. Wartet. Komm. Und zack. Ja, die kann man einfach abwerfen, das ist nice. Okay. Ah, da sind aber wieder die, die kannst du nicht abwerfen, die musst du treffen. Headshot. Da unten ist wieder dieses Ding. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Vielleicht gibt es einen Steuerpult. Okay. Ein Steuerpult, okay. Das ist es nicht. Hier ist vielleicht was. Okay, oder erstmal die Kiste. Luke nehmen wir natürlich auch mit. So. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Vielleicht gibt es einen Steuerpult. Nee, hier nicht. Das hier. Okay, das dreht sich. Oh, es bewegt sich nicht. Es ist blockiert.
Durch was? Ja, da. Ah, aufmachen. Looten und leveln. Okay. Bereich für das Abi in Ordinary, okay? Also das, den Dia-Projektor. Da. Okay. Haben wir? Ist hier noch was? Nee. Mal gucken, ob hier irgendwo was auf dem Weg liegt. Aber ich sehe hier nichts. Oh shit. Was ist das? Oh, was ist das für ein Vieh? Ach, das ist so einer, der sich unsichtbar macht. Verdammt, nicht getroffen. Fast tot. Ich wollte es gerade sagen. Habe ich den Counter eigentlich an? Ja. Ich habe es ja fast gedacht. Okay. Ich weiß nur nicht, wo der letzte Kontrollpunkt war. Obwohl doch, weil wir haben kurz vorher Inception gemacht. Alles gut. Okay. Ah, das Schild bei dem Vieh vergesse ich immer. Dass wir jetzt dieses coole Feature mit dem Schild haben. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, das eine Vieh, was wir davon bekämpft haben, das war auch schon heftig von der... vom Bekämpfen her. Okay. Warte mal, das ist jetzt gedreht, ne? Alles gut, okay, genau. Hier waren wir. Und irgendwo war hier der Raum. Wo war denn der Raum jetzt? Hä? Ne, hier habe ich noch nicht die Pille, also das heißt, hier waren wir nicht. Das heißt, Kunde? Da oben ist so ein Ding, da will ich hin. Okay. Ich habe einen versteckten Ort gefunden, voll cool. Da gab es einen Fähigkeitspunkt für? Achso, wahrscheinlich, weil ich genügend gelevelt habe. Okay. Wartet. So. Ich weiß jetzt echt nicht, auf welcher Seite von der Brücke wir sind. Aber ich glaube, es passt. Das heißt, die Brücke steht jetzt. Genau, und dann müsste hier das Vieh sein, was wir eben bekämpft haben. Genau, hier die Treppe runter. So, jetzt haben wir es wieder. Okay. So, Obacht, jetzt kommt wieder das Vieh. Da müssen wir aufpassen, weil es unsichtbar alt ist. Weg! Oh, das ist so krass, ich... Okay. Es hat mich fast wieder umgebracht. Habt ihr das gesehen? Boah. Kein Leben, ey. So krass.
Also die Viecher zu bekämpfen, also das ist das zweite Mal, dass wir so gegen so einen kämpfen müssen. Die sind heftig. Also weil du siehst echt nicht, wo sie sind. Also zumindest habe ich die Strategie noch nicht rausgefunden, wie man sie idealerweise bekämpft. Ich mache halt einfach nur Damage gegen sie. Das ist alles. Okay. Okay. Ist das hier ein Flugzeug? Nein, nicht du. Auch das da. Ja. Okay, eine Tür haben wir. Okay. Falsch. Okay, reicht das? Scheinbar nicht, da fehlt noch einer. Und da geht's zum... irgendwo anders hin. Achso, wir haben keinen Strom, okay. Okay, jetzt haben wir Strom. Kann ich jetzt was machen? Den Fahrstuhl rufen? Jo. Okay. Energiezufuhr hergestellt, Lift benutzen. Check. Ich habe keine Ahnung, ob wir gerade die richtige Mission machen. Okay, suchen nach dem Dia-Projekt, der ein Objekt der Macht. Okay. Verdammt, der Schuss ging voll daneben. Der war gut. Ja, erwischt. Oh, also die persönliche Modifikation ist schon wieder voll. Boah, ich muss mir... voll der Messi, der Base, ey. Okay. Ich glaube, wir können jetzt mittlerweile schon die Zweier-Sachen, können wir schon platt machen. Komm hier, eins weg, zwei weg, eins weg. So. Können wir eigentlich... Oh, wir können noch eins zufügen, okay. Die Energiekästen fürs Schleudern verringern. Übernehmen. Geschwindigkeit plus 65%. Okay, das ist ein bisschen cool. Was ist das hier? Ich mach das hier mal. Wir mehr Leben bekommen. Okay. Was stand er denn da so? Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Sie werden angezogen von archetypischen Objekten, Waffen, Fernsehern oder einem Spukhaus. Nun, Menschen beeinflussen diesen Prozess. Das kollektive Unbewusste ist wie eine Karte. Der Schlüssel ist da, aber wir benutzen ihn falsch.
Wir erschaffen diese Archetypen im täglichen Leben. Popkultur, moderne Legenden. Aber wir beobachten und steuern dabei ein komplexes Feld von Kräften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Gefäß für diese Kräfte wird, steuern wir nur durch unsere Gesamtheit. Aber hier können wir das Ergebnis nicht kontrollieren. Und doch wohnt eine Kraft in uns. In unseren Formen, in den Realitätskonzepten, die unser Geist erschaffen. Ursache und was ist Wirkung? Sind wir der Ausgangspunkt oder nur ein notwendiges Übel dabei? Ein Nebenprodukt, eine Spiegelung, eine Projektion? Mhm. Wir werden um Antworten auf diese schwierigen Fragen kämpfen. Bis in den Tod. Aha. Apropos, ob Darling wohl noch lebt? Ich weiß, dass sie lügen. Oh shit. I like it. Wartet kurz. Stärkeres Schild. Verlängertes Übernehmen. 10% verlängertes Schweben. Ich glaube, dann machen wir das mit dem Schleudern, bauen wir dann aus. Ja. Ich konnte es noch nicht kontrollieren. Aber jetzt schon. Ich hab's gelernt. Sag ihm das. Okay. Warte mal. Ich will hier auch schon wieder so ein Zischen. Warte. So, hier. Was zum Retten? Was? Da, unser Haus. Unsere Schule, der Wald, die Müllhalde. Geiles Modell. Aha. Okay. Schon. Das ist jetzt nicht so super smart, dass er vor so einem dunklen Hintergrund steht, aber jawohl, erwischt. Okay. Ich will jetzt eigentlich nur diesen Dia-Projektor finden. Letztes Mal haben Sie ein Gedicht erwähnt.
Von Thomas Zane? Ja. Hinter den Schatten. Ich habe das recherchiert. Ich fand keinen Dichter namens Thomas Zane. Nur einen europäischen Filmemacher, der in den 60ern hierher gezogen ist. Aha. Was? Wie auch immer. Was ist? Wie Sie die Dinge sehen. Nein. Sie sagen öfter, dass Sie sich fühlen, als würde ein Teil von Ihnen fehlen. Können wir darüber sprechen? Ein Teil von uns, vielleicht Dylan. Ich fühle eine Leere. Eine Sehnsucht nach etwas, das ich verloren habe. Es ist ganz normal, dass Sie so fühlen. Sie haben ja Ihren Bruder und Ihre Eltern. Nein! Nein! Dylan ist nicht tot. Und das ist Sie es nicht. Sie sprachen von ihrer imaginären Freundin aus der Kindheit. Polaris. Aha. Sie kam zurück. Nach langer Zeit. Sie ruft mich. In einem Traum. Zeigte sie mir Dinge. Jesse. Es fühlte sich völlig real an. So real wie das, was in Ordinary passiert ist. Der Industrieunfall in ihrer Heimatstadt? Den Polaris verursacht haben soll? Oh. Nein, kein Unfall. Es war kein Industrieunfall. Und Polaris hat es nicht verursacht. Sie hat mich und Dylan gerettet. Jesse. Nein. Es war eine Geheimsache. Die Regierung weiß davon. Es waren Agenten dort. Agenten von... Oh, ich weiß nicht. Sie nahmen Dylan mit. Sie... Ich werde sie finden. Ich gebe nicht auf. Aha. Polaris will, dass ich nach New York gehe. Dort gibt es ein Haus. Ich muss bald los. Ich muss zu einer ganz bestimmten Zeit dort sein. Etwas sehr Wichtiges wird dort passieren. Jesse, wir können Sie nicht gehen lassen, solange Sie nicht gesund sind. Und dazu müssen Sie verstehen, was real ist und was nicht. Okay, Foreshadowing. Also ich glaube ja, ich weiß, in welche Richtung das jetzt langsam abdriftet. Okay. Alter. Super verstecken können hier. In dem ältesten Haus. Noch ein. Oh shit, das ist ein Stuhltyp. Verdammt, nicht getroffen. Nehmen.
Sehr gut. Verdammt. Das Aim mit dem Controller, ich weiß. Jawohl, Kopfschuss. Erwischt. Lass uns das Labor checken. Sehr gut. Okay, mal kurz das kleine Häuschen checken. So. Hier ist auf jeden Fall Loot. Was ist das? Oh, Fernsehen. Er hat Stress. Mit sofortiger Wirkung schaffe ich eine neue Abteilung. Dimensionsforschung im Forschungssektor. Dorthin gebe ich den Dia-Projektor. Sie wird Mittelpunkt meiner Arbeit. Der Standort Ordinary bleibt bestehen. Wir gehen zurück. Ich weiß nicht wann. Zeitreise? Darling hat den Projektor zum Forschungssektor gebracht. Er hat eine eigene Abteilung dafür geschaffen, wusste also, dass es wichtig war. Die Dimensionsforschung. Das ist unser nächstes Ziel. Okay. Interessant. Okay. Suche in der Abteilung für Dimensionsforschung nach dem Dia-Projektor. Wo sind wir jetzt hier? Aber mehr haben wir hier nicht, ne? Ach, hier sind wir wieder, okay. Genau. Frage, ja genau, hier sind wir jetzt. Ist die Frage. Die Mission ist ja ganz woanders, aber wo ist jetzt der schnellste? Ich glaube hinter uns in die andere Richtung. Da müsste der nächste Kontrollpunkt sein. Ja, da ist er. Zack. Fähigkeitspunkte geben wir gerade aus. Was ist das denn hier? Schleudert Granaten und Raketen zurück auf die Gegner. Okay. Nee, wir machen erstmal mehr Schaden durch Schleudern an sich. Okay, da müssen wir noch Punkte für sammeln. Obwohl, warte, die haben wir sogar. Zack. So, und der letzte ist dann nochmal 3 Punkte. Nice, so. Okay. Das Asche-Labyrinth. Ich glaube, das Asche-Labyrinth, das hatten wir doch schon in der... Da muss ja von der zentralen Forschung aus hinlaufen. Ja gut. Aber wisst ihr was? 2,5 Stunden am Start. Ich glaube, ihr seid auch schon da eingeschlafen, weil Base zu früh angefangen hat oder das Game gerade so super packend ist. Nein, es ist sehr verwirrend. Das muss ich ehrlich zugeben. Also Control ist, glaube ich, ein Game. Puh, das lebt ein bisschen durch die Atmosphäre von diesem ältesten Haus. Aber die Story ist schon sehr wirr, ne? Also von der Präsentation her und ich glaube, das reißt ein bisschen zu stark raus. Aber, was wir jetzt machen werden, ich glaube, wir werden es an der Stelle gut sein lassen. Dann gehe ich auch mal ein bisschen zeitiger ins Bett. Und ja, dann schauen wir mal, wann wir den nächsten Stream nachlegen können. Vielleicht, also ich gehe davon aus, weil wir September haben, dass ich jetzt nochmal irgendwie ein paar Tage, vielleicht auch am Wochenende mit dranhänge. Aber genaueres, wie immer, im Discord. So, und dann werden wir an der Stelle mal kurz zurück ins Hauptmenü gehen. Zack. Und, schwupp, na los, komm. Wie lange haben wir jetzt gestreamt? 2,5 Stunden? Ja, doch, das reicht für heute. Ist ein kurzer Stream gewesen, gebe ich zu. Aber wir gucken ein andermal wieder rein, pass auf. Und, das Ding nagel ich dann halt natürlich noch auf YouTube drauf. So.
Und dann geht's weiter. Keine Panik.